Die US-amerikanische Schauspielerin Linda Haynes ist tot. Wie ihre Familie erst jetzt in einem Nachruf bekannt gab, starb Haynes bereits am 17. Juli in Somerville im US-Bundesstaat South Carolina friedlich im Kreise ihrer Familie. Linda Lee Sylvander, so ihr bürgerlicher Name, wurde 75 Jahre alt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. Sie sei eine gutherzige und weise Frau gewesen, die das Leben der Menschen um sie herum mit ihrem liebevollen Geist berührte, heißt es weiter. Bekannt wurde Haynes vor allem durch ihre Rollen im Thriller Rolling Thunder aus dem Jahr 1977 an der Seite von Tommy Lee Jones, 76, sowie ihr Engagement im Gefängnisdrama Brubaker mit Robert Redford, 86, aus dem Jahr 1980 bekannt. Kurze Zeit später verließ sie Hollywood und hing ihre Schauspielkarriere an den Nagel. Ihr Sohn Greg Sylvander bestätigte auf seiner Facebook-Seite ebenfalls den Tod seiner geliebten Mutter. Als Einzelkind habe ich mich mein ganzes Leben lang vor diesen Zeilen gefürchtet, schreibt Sylvander am vergangenen Freitag. Er empfinde Genugtuung, da er wisse, dass seine Mutter in Frieden lebte und in den letzten Jahren mit ihren Enkelkindern das schönste Leben hatte. Trotz ihres plötzlichen und bis heute ungeklärten Karriereende wurde Linda Haynes von vielen Filmemachern nie vergessen. So outete sich Quentin Tarantino als großer Haynes-Fan. Nach dem Rückzug aus dem Filmbusiness in Hollywood arbeitet Haynes als Sekretärin in einer Anwaltskanzlei und ging ihrem Hobby der Malerei nach. Im Jahr 2019 zog sie nach North Carolina, um ihren Lebensabend in der Nähe ihres Sohnes und der Enkelkinder verbringen zu können. Sie selbst habe laut Nachruf ihre letzten Lebensjahre oft als die Zeit beschrieben, in der sie spürte, wo sie wirklich zu Hause sei. Sie wird ihren Fans, ihrer Familie und ihren Freunden in Erinnerung bleiben, denn ihre Darbietungen zeichneten sich durch die Fähigkeit aus, eine Vielzahl von Emotionen zu vermitteln, was sie zu einer unvergesslichen Leinwandpräsenz machte. Möge sie in Frieden ruhen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank.